Hallöchen und willkommen zum 11. Part von New Super Mario Brothers Wii. Im letzten Part war meine Wii-Fernbedienung fast leer, aber jetzt ist sie voll. Frische Batterien sind drinne und das heißt, nichts stört uns in diesem Part. Ja, ja, wie das One-Up-Post funktioniert, wissen wir ja. Und das da drüben sieht interessant aus. Hier. Schlechter Winkel. Naja, zwei Ups. Zwei Ups sind genug. Und ich habe herausgefunden, dass Secret Exit ist nicht im 5-4, sondern im 5 Geisterhaus, wo denn auch sonst. Oh. Jetzt geht's mit den Typen hier weiter, mit fliegenden Mantas irgendwie, keine Ahnung, die aus irgendwelchen Gründen Schwimmbrillen tragen. Boah, fuck. Gut, das war Pech. Aber ich habe schon die erste Starkling gesehen. Habe ich noch einen Pilz? Nein, habe ich natürlich nicht. Ja, wir sind nicht die zwei One-Ups bekommen, damit wir sie jetzt einfach verbraten. Wow, da bin ich ganz hart geschlittert. Nur so Fluglevel mag ich eigentlich. Da kann man wenig was verstecken und was irgendwie versteckt ist, ist relativ offensichtlich. Jetzt nicht um runterfallen. Ja. So um den Wirbler können wir die Wolken relativ gut loswerden. Wow, das war knapp. Ja, Münzen sind mir jetzt scheißegal, muss ich sagen. Ja, und den Wolken ist nichts. Ich habe wieder Vermutung, unter der Plattform ist eine Starcoin, aber ich traue mich irgendwie nicht nachzugucken. Da ist nichts! Da ist nichts! Da ist nichts! Anscheinend ist da doch was. Anscheinend, naja, gut, ist nichts unten, aber ja. Da war der Tod, würde ich sagen. Das wollte schon mal sehen, was da drin kommt, der Tod ist. Pfeifen immer, wenn man sie drauf spielt, das ist ja lustig. Wir müssen etwas schneller als das Level, das von uns will, kann das sein? Oh, der Manta hätte sogar den P-Switch mitgenommen. Aber... Zack. Gib die Halbzeitflagge. Und Propellerpilz wäre auch ganz praktisch. Oh, hier ist was, aber was völlig useless ist. Wow, Münzen, super. Was sind das für komische, unsichtbare Dinger? Auf jeden Fall eins, keine Fliegenpilze. Eine Eisblume gibt's hier. Die wird mir helfen, du. Ach, doch, hier ist eine Eisblume. Warum mich hier eine Eisblume potenziell gegeben wird? Oh, Starcoin bitte nicht weiter. Jo, passt. Wir haben nichts verpasst. Geil.
bisschen gefailt, aber jetzt denke ich mal, skillen wir durch. Ich habe ja das Gefühl, wir brauchen den. Ich wusste es so hart, dass wir den brauchen. Aber ist gut, wir haben ihn. Gut, dann haben wir alles aus dem Level. Das Akkordeonsche irgendwie im Hintergrund von der Welt ist schon was Nices. Das ist hier. Gegenblock, ja geil. Nice. Haben wir 5-5 mit Bravour gemeistert. Ohne Witz, wo ich das Spiel vorher gespielt habe, es kam mir schwerer vor. Es kam mir wirklich schwerer vor. Und wir könnten jetzt schon zum Castle. Aber natürlich, wie ihr mich kennt, vorher das Geisterhaus. Wobei, ich glaube, ich werde den Secret Exit, wenn ich ihn nicht finde, werde ich euch nicht zeigen, weil ich meine, ich werde ihn eh nicht benutzen und ihr könnt ja auch selber nachgucken, wo der ist. Oh nein. Fuck. Das ist nein gut. Geht's jetzt hier weiter oder geht's da weiter oder? Wo geht's weiter? Ganz ehrlich, eine Feuerblume wäre legit praktisch. Oder ich habe einfach gar nichts mehr. Oh, Star Grind. Die zweite. Gut. Moment, ist wieder der Anfang von das, oder? Das ist jetzt hier irgendwie. Fick dich, du Drecksbude. Ich kann nicht mal umbringen mit den Lichtblöcken. Das ist einfach nur frustrierend. Ich weiß, ihr seid schon tot. Ich kann mich nicht härter umbringen, aber gib mir wenigstens eine Chance. So, irgendwo hier wird die erste Starcoin sein. Okay, hier ist ein falscher. Falsch. Bist du richtig, ja? Dann ist der hier richtig. Wir sind wieder am Anfang. Falsche Tür, bist du richtig? Die ist richtig. Geister, immer sehr sympathisch. Oh, stimmt, die Buchshasen, keine Angst. Zweite, dritte, erste übersehen. Bitter. Bitter. Aber wo wäre sie denn gewesen? Das ist meine Frage. Hier unten. Hier war ja nichts, also ich habe nichts gesehen. Oder wäre hier was gewesen? Okay, das war irgendwie übereifrig mit Schütteln so.
Ja gut, da war nichts. Also wirklich nichts versteckt. Ich habe ja jede Tür überprüft. Die Tür ganz am Ende. Mal gucken, wo ich die hinführt. Irgendwo führt mich definitiv hin. Da unten ist der Abgrund. Gut zu wissen. Ja, gut zu wissen. Gut zu wissen, Darkbean. Gut zu wissen. Schöne Sache. Und wir haben jetzt wieder jedes Darkbean verloren. Aber wir waren ja intelligent und haben uns gemerkt, wo alle waren. Nur jetzt ist die Frage. Wie machen wir das? Hier unten war die zweite. Ich bin durch den Block gegangen, habt ihr es gesehen? Oder ist die erste irgendwie hier unten im Wasser versteckt? Keine Ahnung, wo die erste sein könnte. Ich schaue es einfach nach, wie immer. Wenn ich irgendwas nicht weiß. Ich gucke nochmal in der Tür nach. Das wirkt irgendwie so offensichtlich, dass da irgendwas ist, aber da ist nichts. Bin ich der Einzige, der das denkt? Wahrscheinlich nicht immer. Das kommt mir so banal vor. Nichts. Nicht. Ja. Ebenso. Ah, doch. Aber ich habe die Wand doch überprüft. Nein. Egal. Egal. Jetzt haben wir ja die erste. Die war so easy versteckt und ich habe sie trotzdem nicht gefunden. Wahrscheinlich dachte sich Miyamoto, wir haben denen schon die ganze Zeit gesagt, hey yo, ihr könnt in den Geisterhäusern die ganze Zeit was in der Wand versteckt. Da könnt ihr ja gucken, wo ihr bleibt. Wir haben alle drei. Nee, geht nicht. Leuchte uns den Weg, Mario. Ich denke mal, hier geht's weiter, weil was anderes würde keinen Sinn machen. Ah, die Geister aus dem Mugacho, was? Das hab ich mir schon was gedacht. Fuck. Hier ist noch einer. So, bin ich wieder am Anfang, ist die Frage. Nein, ich bin am Ziel. Die Blöcke kenne ich aus New Super Mario Bros. DS.
So, wie gesagt, ich glaube, euch den Secret Exit zu zeigen, ist relativ Zeitverschwendung, weil ich die Kanone eh nicht benutzen möchte. Und ihr könnt es ja auch nachschlagen. Es ist ja nicht so, als ob das so schwer ist. Jetzt ist die Frage, dürfen wir ins Schloss rein? Und ja, dürfen wir. Okay. Gut, dann stellen wir uns nun Iggy im 5. Castle. Gut, und das 5. Castle. Ich kann mich daran erinnern, dass ich relativ große Probleme damit hatte als Kind. Keine Ahnung, ob das auch noch so ist. Ich wollte genau abtimen, dass es nicht passiert, oder es ist passiert. Also oben so safe was. Oder auch safe nichts? Keine Ahnung. Oh, Bella-Hut. Ich habe nicht geschüttelt, ich schwöre bei Gott. Aber ich wollte gerade sagen, ich brauche ihn nicht, weil ich Skill habe. Und dann rutsche ich ab. Ich hätte einen Pilz nehmen sollen gerade, aber ist egal. Meine Fresse. Wir spielen eigentlich immer die Orgel. Orgel ist so ein schönes Instrument, aber keiner kann das spielen. Perfekt. Das ist doch so safe, was? Wie? Wollen Sie die Spiele eigentlich noch schwer machen? Ich will nochmal erinnern, New Super Mario Bros. Wii ist das schwerste und trotzdem wird man so an der Hand genommen. Oder ist es das schwerste? Schreibt mir in die Kommentare, welches New Super Mario Bros. Findet ihr ist das schwerste? Ich finde ja, es ist Wii. Weil die Wii U-Teile sind sowieso scheiße einfach. Vor allem durch die neue Version, weil es nochmal leichter gemacht wurde. Mit Mopsy und allem. Ist hier oben etwas? Nein. Ist hier oben etwas? Nein. Nein. Scheiße! Oh, das ist so gut! Und doch so scheiße! War so gut und doch so beschissen! Schande! Schande, verdammt! Boah, das war skillvoll. Meine Wii Fit ist jetzt so empfindlich durch die neuen Batterien, dass ich legit schüttle, ohne zu schütteln. So. Ja.
Weiß gar nicht, warum ich so gestruggelt habe mit dem Castle. Wahrscheinlich, weil ich einfach keine Geduld habe und durchrushen will. Da war ich nämlich früher als Kind. Ich habe einfach keine Geduld gehabt. Nein, 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 das war scheiße. Ah, fuck. Da ist mein Propeller drin. Aber ich bin stark, Leute. Aber ich habe diese Starcoin. So. Ich weiß, ihr fasst euch alle an den Kopf. Stark Bean, nicht zu schnell. Und ihr habt recht. Ihr habt recht. Dark Bean, warum so schnell? Ja, einfach weil ich scheiße bin. Ich will so schnell wie es möglich durchs Leben, das Level durch und sterbe direkt vor der Halbzeitflagge. Das ist mein Leben. Aber ich habe die 90 One-Ups nicht umsonst angesammelt. No, no, no. Wow. Gut, das war beschissen, gebe ich zu. Ich habe nicht gestampft attackt. Oder Stampf angegriffen. What? Ich habe nicht Stampf attackiert. Bitte schwören, ich habe nicht Stampf attackiert. Das ist so komisch. Ich hasse es so, wenn zwei Starcoins schnell aufeinander folgen und die dritte lässt sich übel viel Zeit. Die dritte ist wahrscheinlich lange nach der Dings. Das war cool. Propeller macht einem das Game schon ziemlich einfach, aber nicht so leicht wie der. Wie das Flughörnchen aus Mario Bros. U. Das vielleicht auch noch irgendwann auf den Kanal kommt, aber. Das ist noch Zukunftsmusik. Weite Zukunftsmusik, denn wir haben noch. Erstmal mal Galaxy, dann kommt Mario und Luigi und dann kommt Pokémon. Das ist der aktuelle Ablaufplan aus. Wenn mal Galaxy habt. Habt ihr euch ja ausgesucht. Gut, jetzt haben wir die Halbzeitflagge, wenigstens etwas. Ah, und da ist die Jugendstock. Ja. Ja, Mario, you did it. You did it, Mario. Mario! Verdammt! Also, ich habe das bemerkt, das Spiel ist ein bisschen zu laut. Ich drehe das mal ein bisschen leiser, damit man mich ein bisschen besser hört. So. Oh, verdammte Scheiße. Aber das war mal wieder nötig, so ein bisschen Failing. Bei den letzten Parts war doch relativ skillig von mir. Da hat sich der Miyamoto gedacht, ne, den lass mal nicht. So, Pilz, dankeschön. Und jetzt eigentlich nur noch Iggy aufs Maul gehen. Ich habe eigentlich gemeint, dass hier jetzt eine kleine Feuerblume ist. Oh, und jetzt sehen wir, was uns im Kampf erwarten wird. Gut. Iggy. Ein Kampf, auf den ich überhaupt keinen Bock habe. Iggy habe ich immer sehr asozial in Erinnerung gehabt. Ja, wegen dem Kettenhund. Aber die Bewegung ist halt relativ leicht vorherzusehen, also wird nicht so schlimm sein. Feature-Stuhl für die Quote. Ja, das fing schon mal gut an. Oh, Rage-Mode. Fuck, der ist scheiße schwer. Na gut, hätte ich eine Feuerblume, würde ich wahrscheinlich nicht jammern. Aber ich hab keine. Ich
Ich hätte gemeint, dass wir heute noch ein erstes Level von der sechsten Welt schaffen. Oh je. Yeah. So, eine kleine... du schon wieder. Propellerhut. Okay, ich hätte jetzt eher mit einer Feuerblume gerechnet, aber das tut's auch. Das tut selbstverständlich auch. Das tut selbstverständlich auch. So. Und so schnell wie ich ihn hatte, ist er schon wieder weg. Oh, ist der Kappa sozial. Meine Fresse, was war das? Ja! Oh, war das knapp. Holy. Daumen nach oben für den spannenden Kampf gegen Iggy. Aber wenn ihr meint, das war schon der schlimmste Koopaling. Nein, der erwartet uns in Welt 7. Es ist Ludwig. Haben wir wieder... oh, gibt's wieder ein Schiff-Level? Das wäre cool. Gibt's noch ein Schiff-Level nach der fünften Welt? Das wäre schön. Oder geht sofort da weiter nach Welt 6? Ne, das waren alle. Welt 5. Alle Starcoins. Und dann geht's weiter nach Welt 6. Und hier treffen wir auf Morten, den einen sehr körperlich ausgeprägten Koopaling, wenn man das so sagen kann. Safe sehr gerne. So, Progress saved. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Das war's für den 11. Part von New Super Mario Bros. Wii. Schaltet bei der nächsten Folge dringendst wieder ein. Dann machen wir nämlich weiter mit der 6. Welt, der Canyon-Welt. Und wir schreiten dem Ende des Spiels schon mit großen Schritten nach vorne. Wird nicht mehr viel sein. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.